Ja, so wie jedes Jahr in dieser Zeit, es ist Mitte Mai, haben wir von gestern auf heute einen Temperaturschutz gehabt von fast 15 Grad. Das ist einfach das typische Zeichen für Mitte Mai, für die Eisheiligen. Ja, Gott sei Dank haben wir ein Glashaus, das was geheizt ist. Und da herinnen ist es ein bisschen wärmer als draußen. Viele Leute haben dann diese Jahreszeit einfach das Problem: Was mache ich mit meinen lieben Pflanzen? Welche überleben diese Nächte und welche nicht? Also die Temperaturen werden heute Nacht wahrscheinlich runtergehen bis auf 0 Grad. Wenn wir Pech haben, haben wir sogar einen leichten Frost. Zum Beispiel eine Gurke hält das aus bis zu plus 2 Grad. Das heißt, diese Gurke wird wahrscheinlich, wenn man es nicht schützt, Vlies drüber gibt oder überhaupt reinrammt ins Haus, die Nacht nicht überleben. Und genauso der liebe Paprika, der was sehr empfindlich ist. Der wird wahrscheinlich auch total absterben. Was viele den Fehler machen, dass schon Kürbisse oder Zucchini setzen. Die haben leider keine Chance mehr, weil die setzt man meistens am Kompost und so und kann man nicht ausreichend schützen. Gilt auch so bei plus 2 Grad. Finito. Die Tomate haltet ein bisschen mehr aus, aber leider auch nur 2-3 Grad. Das muss man dann je Region für sich entscheiden, ob man das riskiert oder nicht. Die Physalis haben wir da auch noch, die hält bis 0 Grad aus, also die geht vielleicht. Die Sachenkärten eigentlich alle noch die Eisheiligen gepflanzt. Leider wird es immer mehr schon im April, März oder sonst irgendwann gesetzt, weil die Leute einfach keine Information mehr kriegen, wann sowas gemacht gehört. Was man allerdings schon rausgehen kann und was überhaupt keine Bedenken mehr zu haben hat, weil die minus 3-4 Grad aushalten, ist ein normaler Salat zum Beispiel, die ganzen Kohlsachen mit Kohlrabi, Kraut. Was man schon Anfang Mai regnen kann, sind die Kartoffeln, weil die treiben alles, was unter der Erde ist, treibt erst nach dieser Zeit aus und ist damit auch geschützt durch die Erde. Bei den Balkonblumen ist zum Beispiel nicht empfindlich die Safinie, die hält minus 5, 6 Grad sogar aus, das heißt, man kann sie schon Mitte April rausräumen. Genauso wie die Pelargonie, was einiges aushält. Aufpassen muss man zum Beispiel dann wieder mit Fuchsien, was sehr empfindlich sind. Oder die Verbenen vielleicht ein bisschen. Die Platania-Wandelröschen, auch sehr empfindlich. Diese Sachen würde ich wieder reinräumen. Was alles aushält zum Beispiel ist der Oleander. Der ist kein Problem. Eisheilige kann ruhig draußen stehen bleiben, passiert gar nichts mehr. Die Zitronen, wie da hinten zum Beispiel, wenn sie nicht blühen und wenn sie nicht austrieben haben, kein Problem. Wenn sie frisch in der Blüte sind und die jungen Triebe sind, kann es passieren, dass diese abfrieren, diese Nächte. Kleinere Pflanzen, zum Beispiel wie Zucchini, wenn die draußen sind, kann man einfach so eine kleine Glashalbe drüber stülpen. Das reicht meistens schon aus, dass man schützt. Oder so wie größere, man kann einfach auch Schachteln nehmen und die drüber stellen. Wichtig ist, dass nichts abbricht und dass man die Schachteln dann in der Früh, meistens also in der Früh schon über 5-6 Grad, einfach wieder wegnimmt und die Pflanze bleibt drunter geschützt. Ansonsten kann man nicht viel machen, dass die Pflanzen das überleben, außer man setzt es später raus. Ja, die Obstgehölze, die was meistens auch schon in voller Blüte stehen und schon Blätter haben, wenn sie schon verblüht haben und die Früchte schon drauf sind, ist nicht mehr so gefährlich. Wenn sie voll in der jungen Blüte stehen, kann man probieren, dass man es mit einem Vlies also abdeckt oder wenn sie nicht zu groß sind. Aber nach der Nacht gleich wieder weg tun, weil es auch die Zeit ist der Befruchtung, wo die ganzen Bienen und so kommen, wenn dann ein Vlies drüber ist, werden die nicht befruchtet, fallen sie auch runter. Ansonsten kann man es probieren zum Schützen oder man legt einen leichten Sprühnebel der Nacht drüber mit Wasser. Das schützt sie auch ein bisschen von Erfrieren. Normalerweise Äpfel und so fallen sie aus, das trotzdem noch tragen. Mein Tipp einfach für die höher gelegenen Regionen, da in Deutschland, Österreich, Schweiz, noch die Eisheiligen abwarten oder einfach, wenn es dann warm wird, erst anfangen mit diesen Sachen, weil von der Fruchtfolge her oder wenn die Sachen Früchte tragen, bleibt es völlig egal, ob man es im April setzt oder im Mai, drohen dann sowieso erst alle Ende Juni. Also einfach aufpassen, die Eisheiligen sind da.